Recht herzlich willkommen zur 236. Folge von Towns. Ja, wir pumpen jetzt gerade das Wasser hier hoch und wollen dann hoffen, dass es dann da irgendwann auch ankommt. Also mal gucken, wie weit wir sind, aber das ist noch gar nicht so weit. Das ist erst hier um die Kurve gerade. Das ist die Frage, ob es mit zwei Rädern schneller geht wie mit einem. Das, was natürlich ist, dass es hier rum schwierig ist. Ja. So, ja, das ist da. Ja. Wird noch eine Weile dauern, bis das Wasser da oben ist, denke ich mal. Wir haben es mal gerade ein Feld weiter geschafft, jetzt in der kurzen Zeit, wie wir hier aufnehmen. 45 Sekunden und ein Feld weiter. Ja. Okay, es geht doch relativ zügig, oder wie sehe ich das? Aber wir können ja mal gerade einen Abstecher so lange nach unten machen und mal gucken, was da unten so los ist, wie weit die da ausgehoben haben. Hier sind wir noch nicht. Hier sind wir eine Etage noch höher. So, hier sind wir. Und ja, hier ist ja richtig was los. Hier ist schon alles entdeckt. Hier auch, da auch. Okay, da müsste man hier wahrscheinlich irgendwo was aufbauen oder abbauen. So schauen, wie es weitergeht hier. Na, ist egal, jetzt machen wir so. Da können sie dann weiter buddeln und dann schauen wir mal, wie in den Tiefen des Systems hier was gemacht wird. Da läuft noch ein Held. Hier gibt es noch was zu entdecken, da auch noch. Hier vielleicht auch noch, aber nicht unbedingt, ne, aber da dauert. Da oben ist auch noch ein Kästchen nicht entdeckt. So ein paar Stellen kann man hier noch finden, aber es ist schon relativ gut ausgehoben. Hier ist auch noch was. Oh, was ist das hier? Gold. Das ist ein Held, ne? Und hier sind auch noch Bereiche, die entdeckt werden können, okay? Das ist einiges. Und hier in der Mitte kann man bestimmt auch noch was. Ah, hier ist auch noch möglich, ja? Okay, und da gibt es auch noch Stellen. Gut, Händler einer Stadt, oder wie sehe ich das? Ne, 41, 229, den hatten wir ja letztes Mal schon da. Ist die Frage, ob sich hier noch was dreht und bewegt. Oder gibt es hier irgendwelche Tiere? Ah, da läuft einer, es ist alles noch gut. Hier ist einer gerade die Treppe hochgelaufen. Haben wir dann gesehen. Die holen jetzt wahrscheinlich hier die Sachen hoch. Okay. Gehen wir wieder hoch auf den Erdboden und gucken mal, was unser Wasser macht. Hier ist es schon. Hier ist es auch schon. Und hier ist es. Okay. Ein bisschen weiter ist es. Aber noch nicht hoch. Gut. Was macht unser Essen? Ne, das war nicht Essen, das ist Essen. Wir haben 3 Brot, 15 Birnen, 14 Äpfel. Und sonst sieht es ein bisschen mau aus gerade, ne? Kein Kuchen, 3 Radieschen noch. Und 2 Kaktusfrüchte, okay. Könnte ein bisschen mehr sein. Ja, Kaktusfrüchte könnte man hier wahrscheinlich auch gerade ernten, ne, oder? Oder sind die noch nicht reif? Ach, hier liegen sogar welche, okay. Das sind die 2, die er gezählt hat wahrscheinlich. Und ja, die Brote liegen da auf der Erde. Es gibt keine Schweinchen, ne? Das ist unser Problem. Sonst können da tatsächlich ein paar... Was macht er denn hier? Wollte ich gerade fragen, aber läuft doch noch. Jetzt könnte man hier gucken, dass man das da hinkriegt, ne? Dass da Schweinchen reinkommen. Aber da müsste man einen Händler vorbeikommen, dem man ein Schwein abkaufen könnte. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Okay, hier haben wir ein großes Tor. Ja. Unser wehrhafte Burg. Brücke war fertig, ne? Wasser ist hier, aber noch nicht da. Aber ich glaube, es ist auch noch erst hier eine Stufe vorher. Da ist es noch nicht. Ja, jetzt haben wir schon doppelt gemacht, aber das Wasser kommt hier hoch und nicht da. Also mit Fluss
Richtung ist irgendwie nicht so, ne? Wasserrad dreht sich nach da hinten, aber hier vorne wird's hochgeschaufelt. Sehr komisch, ne? Ist jetzt nicht so das Gimmick. Okay, das Wasser ist zum beim Wasserrad angekommen. Und jetzt wird es hochgeschaufelt, oder? Gucken wir uns das gerade an, das müsste jetzt dann weitergehen. Hier schwebt das Wasser. Und jetzt? Ja, das Rad dreht sich oft falsch rum, ne? Oder wie ist das? Deswegen kann das Wasser nicht hoch. Na, jetzt denn noch was? Loot Elevator. Aber einstellen kann man da nix. Jetzt ist sogar abgesunken das Wasser wieder. Dann kann man leider hier nicht sehen. Hätten wir da Steine setzen müssen, dann wäre das auch gegangen hier mit dem, ich sag schon, Gelände. Aber wenn ich das jetzt hier wegmache, das ist nicht gut, ne, weil dann klappt das wieder mit dem Wasser dann doch nicht, ne. Ja, guck mal, hier unten ist auch schon ausgetrocknet. Muss wohl Sommer sein, ziemlich heiß. Schwebendes Wasser hier. Na, das ist am Dingensrad. Aber da ist es noch nicht angekommen wieder. Ja, gestaltet sich gerade mit dem Wasser etwas schwierig, ne? Man müsste jetzt hier einen Stein erst nebenlegen, um das austauschen zu können, damit man das besser sieht, ne? Hier oben ist ja alles easy, ne? Nur diese drei da. Hätten wir besser was gemacht, dass das auch top gewesen wäre, ne? Hm. Ja. Also das funktioniert jetzt gerade nicht so dolle, ne? Wasser geht wieder zurück eher wie hin. Ja, das war nix. Das war ein Satz mit X. Das war nix. Gut. Unten hatten wir geguckt. Helden laufen hier rum. Was macht der Händler? Der hat wahrscheinlich immer noch nicht die Knochen alle gekriegt. Wo steht er? Ist er das da, ne? Genau. Market. Earl de Beaumont. Beaumont, oder ähnlich. Hat schon einiges gekriegt, aber auf gar keinen Fall diese hier. Da sind 41 unterwegs. Purge Human Remains. Bones fehlen auch noch. Ja, haben wir Träger überhaupt? Achso, wir hatten ja mal neue gekriegt letztens, ne? Die können wir noch zuordnen. Die sind jetzt voll ausgerüstet. Essen 17, Bergmänner 2. Da würde ich schon mal definitiv einen in die Bergmann-Gruppe schicken. 11. Holzfäller 5, Träger 6. Das heißt, wir machen einen Holzfäller noch und einen Träger. Läuft, ne? Was macht's hier? 65 von 80, alles gut. Da haben wir jetzt noch einen Träger zusätzlich, der dann noch Knochen transportieren kann, ne? Ja, Schweinchen haben wir immer noch nicht. Die Tretmühlen sind hier, laufen bekloppt. Ja, hier haben wir noch einen Wachraum. Ist da überhaupt einer drin? Ne, eigentlich gar keiner, ne? Wooden Bed. Baracke 3 steht da nur dran. Ich weiß auch gar nicht, ob die von jemandem belegt sind dann, ob das da drin steht. Müssen wir mal gucken, ne? Hier sieht es auch nicht so aus. Das war Wachraum 2. Motor haben wir da stehen, okay. Und wollen wir die weiteren Wachräume? Hier nirgendwo, ne? Oder hier oben drin?
Auch nicht wirklich, ne? Haben wir überhaupt noch einen weiteren Raum? Ich glaube, wir haben gar keinen weiteren Raum, oder? Das war da oben. Da war eine Tür nach unten, weil wir da mal was falsch gemacht haben. Ne, ich glaube, wir haben keinen weiteren Wachraum, ne? Das ist alles gewesen. Ne, hier ist auch nichts. Hier ist auch nur die Mauer. Passt. Gut, dann ist das halt so. Und hier wird geerntet, was aber auch nicht so wirklich was bringt hier. Eigentlich könnte da ein bisschen mehr getan werden mit dem Essen, ne? Aber naja, ist halt so. Hier liegt tatsächlich ein Kuchen in der Bäckerei. Da hat einer Mehl gemahlen. Soweit sieht das gut aus. 170, 5 sind weniger. Hm, ist auch nicht rote prickelnd, was da gerade geht, ne? Ja. 66, das ist, glaube ich, jetzt um einen hochgegangen, ne? Ja, die Steine fliegen immer noch überall rum. Die hat auch keiner ordentlich machen können. Hier macht gerade einer Pause. Holzfäller Plus ist das, okay. Ja, Balcony. Kein Kampfzugang, ne? Ah, da kommt noch einer, macht auch Pause. Der macht auch Pause, dann müsste es ja hier hochgehen, ne? Wenn die Pause machen, oder wie war das? Dann werden die ja glücklich, ne? Wir haben hier jetzt auch nicht gebracht. Wie weit ist unser Wasser? Geht gar nicht, da sind zwei Felder, die noch nicht mal da bedient sind. Hier ist noch eins, das trocknet gleich wahrscheinlich weg. Ah, toll. Fehlkonstruktion, ne? Gut. Was machen wir dann? Wir können natürlich hier neben nochmal Wasserräder machen. Und dann hier aufmachen, dass es da reinfließen kann auch noch, ne? Und noch zusätzlich Wasser drückt. Hm, das funktioniert. Close Menü. Sollten wir das tun, ist die Frage. Vielleicht hätte ich hier noch ein Rad sitzen müssen, dass das dann schneller transportiert wird. Gute Frage, ne? Aber wenn ich das jetzt baue, ne? Dann dauert das ja ewig, bis die das da hinsetzen, ne? Ich könnte jetzt sagen, komm, ich baue hier eins hin, wenn das Wasser da weg ist oder so, ne? Aber hier bringt es jetzt nicht wirklich, ne, oder? Ja. Was vielleicht Sinn macht, ist das hier hinzubauen, dann Unlock zu machen und dann schnell rumzusetzen. Müsste mal gucken, ob das geht. Aber hier wird immer Wasser sein, gehe ich von aus, ne? Gestaltet sich schwierig. Also hier ist ja jetzt überall Wasser, ne? Aber da schon nicht. Ist nie so dolle. Wildschwein ist das, ne? Ein Eber. Können wir den nicht fangen und einsperren? Killboar geht nur. Ne, will ich ja gar nicht. Das mit dem Wasserrad können wir vergessen. Ja. Lebensmittel sind... Oh, auf 10 gegangen, okay. Ein Kuchen haben wir hier. 16 Äpfel, 12 Birnen. 4 Radieschen. Die Kaktusfrüchte hatten wir schon. Ja, der Kuchen ist jetzt weg, oder? Ne, da ist er ja noch. Birnenkuchen. Sonst nix. Ja, das ist die Frage, was man da noch machen könnte, ne? Was ist das hier eigentlich? Vanity? Haben wir nichts, ne? Auch nicht so interessant hier wirklich. Ja, gut. Wie an die Schweinchen kommen, weiß ich auch nicht.
Essen wird produziert, das ist okay. Wasser funktioniert nicht, war ein Versuch wert, aber mehr auch nicht. Obwohl, wir hatten ja einmal das Wasser bis hier oben, ne? Oder wie war das? Aber nur bei einem Wasserrad. Mit zweien, doppelte Kraft. Boah, die arbeiten gegeneinander oder sowas. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Müsste man nochmal gucken, ne? Hier sind ja die beiden Schaufelräder. So rein optisch würde ich sagen, läuft richtig, aber ich glaube, das hat auch nichts zu tun. Das ist nur eine optische Geschichte. Das Rad steht ja rein theoretisch auch hier wohl verkehrt, ne? Aber das ist optisch. Ja gut, okay, dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das mal schön. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen hoch geben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!